Moin Leute, was geht? Willkommen zu dem ersten Need for Speed Heat Tuning Video. Endlich mal wieder hier. Ich wollte ja noch ein paar Autos machen und ich habe mir ein paar rausgesucht und damit fangen wir heute mal an. Ich habe mir eine lange Liste gemacht, das heißt, es werden jetzt auf jeden Fall jeden Tag zwei Videos. Wenn ich das auf jeden Fall, also das habe ich auf jeden Fall vorgenommen. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage. Also ich habe auf jeden Fall vor, jeden Tag zwei Videos rauszuhauen. Einmal ein Need for Speed Video, dann ein Forza Video, weil in Need for Speed wollte ich noch ein paar Sachen machen. Und den Forza, da gibt es noch ohne Ende Sachen zu machen eigentlich. Das wird auch noch lange gehen, glaube ich. Aber ein paar wichtige auf jeden Fall. Und ich will das hinkriegen, bis zum Unbound Release, dass jeden Tag dann zwei Videos kommen, dass ich so das meiste zumindest abgearbeitet habe. Ich habe hier eine schöne Liste gemacht mit ganz vielen tollen Need for Speed Heat Autos. Und wir fangen die einfach oben an abzuarbeiten. Das heißt, das erste Auto, was wir uns kaufen, ist ein Mini Cooper. So, ich stehe schon am Händler hier, ne? Gehen wir direkt mal rein. Das müsste ganz weit vorne sein, weil das so eine Billo-Karre ist hier. Vom Preis auf jeden Fall. Gucken wir, ob der auf Billo ist am Ende. Ich weiß nicht, ob man da viel tun kann, aber in dem Spiel war das ja, glaube ich, so. Es gab ja immer so ein kleines Zeichen bei den Miniaturbildern da unten, wenn da nichts tunbar ist, ne? Also man müsste auf jeden Fall was tun können. 40.000 Mini JCW, also John Cooper Works Countryman. Gar kein Cooper, Countryman. Wieso haben die keinen normalen reingemacht? Hier, nehmen wir diese, also Viertürer ist ja generell schon mal so. Und dann auch noch Dachgepäckträger, Alter, was ist hier los, ey? Okay, der hört sich aber interessant an, okay. Krasses Turbopfeifen. Wie kann ich denn nochmal die Ansicht wechseln, so, warte mal. Interessant. Egal, gehen wir mal direkt in die Garage rein. Ich bin echt gespannt, ob man da wirklich was machen kann oder nur so Felgen oder so, ne? Wie kannst du dir so einen Wagen leisten? Verschweigst du mir was? Ja. Spaß. Ich, eine Bank ausgeraubt, damit ich mir die 40.000 hier, So, Optik-Moptik-Tuning. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ist das vom Sound eigentlich in Ordnung? Ich hab das da so grob gerade eingestellt, keine Ahnung. Karosserie. So, sind wir mal gucken. Also, man kann auf jeden Fall. Oh, doch, da gibt es ja wirklich ein paar Sachen hier. Dach sogar. Oh, nee, jetzt aber nicht so eine LED-Leiste da, oder? Was ist denn jetzt? Wir haben jetzt ein Mattdach oder was? Okay, das ist ja eigentlich. Kann man ja eh lackieren, oder nicht? Oder lackiert er das Dach nicht? Aber folieren kann man ja sowieso, ne? Ah, jetzt ist das Wagenfarbe. Und dann gibt es noch. Aha, guck mal da. Als ob da so ein Lufteinlass. Das ist ja für den Innenraum perfekt. So ein Fake, das ist ja geil. Okay, das, ich glaube, man kann da schon krassere Sachen draus machen, als ich dachte eigentlich. Und was mega cool ist, diese blöde Dachreling da, jetzt fällt mir das Wort, Dachgepäckträger so, fällt jetzt auch mal weg, das ist ja nice. Ja, easy, Junge, das nehmen wir auf jeden Fall. 1500. Fenster, ich mache die mal erstmal hell. Motorhaube ist auch schon so eine, also für den Wagen ist das schon eine nice Motorhaube, ne? So, jetzt haben wir da auf jeden Fall erstmal auch einen Lufteinlass, sehr nice. Ja, wieder so ein Rallye-Ding. Oh, der Lufteinlass ist aber auch geil, Mann. Lol, kannst du sogar den Motor da sehen, guck mal. Da steht richtig Mini drin, ne? Schade, dass man die Haube hier nicht aufmachen kann. Ja, dann nehmen wir aber trotzdem das hier. Rallye-Moped, Bruder, das will ich nicht, ey. Erstmal Scheinwerfer gucken. Ja, das sind dieselben, nur abgedunkelt. Ja, okay, nehmen wir mal die abgedunkelten hier, ne? Easy. Dieser Chromring da drum, der gefällt mir auch überhaupt nicht, ne? Der Grill ist ja eigentlich auch schon geil. Vor allem, weil da halt John Cooper Works auch drin steht. Vielleicht können wir den ja behalten. Mal gucken, was gibt's denn hier noch? Front. Ah, okay. Ich finde auch eigentlich die Front nicht schlecht, ne? Das sieht halt alles nur so scheiße aus, weil der Wagen hoch wie ein Bus ist. Ja, ich finde die eigentlich nice. Wir nehmen die erstmal hier. Ja, weißt du was, aber guck mal, zum Beispiel den Grill, ne? Mit der Alchemist. Digga, das passt ja auch wieder zusammen, ne? Aber es sieht irgendwie. Es sieht irgendwie komisch aus. Scheiß drauf. Komm, wir lassen auch den Grill jetzt erstmal drin, so. Das ist ein cooles Teil, aber das kommt so einen Kilometer nach vorne, ne? Das auch irgendwie. Ich sogar eher das nehmen hier. Müssen wir mal gucken. Frontleitbleche gibt's nicht, okay. Aber hier. Oh, das wird interessant jetzt hier. Ui, ja, guck mal hier. Und das passt sogar jetzt ziemlich perfekt mit der Lippe vorne. Alter, dass du hier so geile Sachen machen kannst, hätte ich nicht gedacht. Lul. Okay, also Real Talk, Digga, ich dachte, das wäre das langweiligste Video von allen, aber irgendwie sieht die Karre jetzt schon richtig geil aus. Das nehmen wir auf jeden Fall. Kann man auch noch eine Tür hinten wegmachen, das wäre auch geil. Wagenfarbe, matt, ja, und jetzt, ja, genau. Hm.
wenig auch. Ich hätte gerne diese kleinen gehabt. Diese gibt es gar nicht jetzt hier, ne? Ich frage mich halt, ob ich jetzt hier die Farbe ändern könnte oder nicht, ne? So, was hier? Seitenleiste kann man wahrscheinlich den roten Streifen wegmachen. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist jetzt anders? Ach, warte mal. Der hat jetzt schwarze Streifen. Okay, das ist ja aber eigentlich auch geil, ne? Wenn wir das rote jetzt eh schon vorne weggemacht haben, scheiß drauf. Seitenschwelle. Ja, Carbon passt ja jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Wegen dem Moped da vorne. Müssen wir eigentlich das hier nehmen. Die Frage, was jetzt hier hinten passiert noch. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal... Guck, wie viele Teile es schon gibt. Ey, übelst nice. So, ja, auch die Carbonverbreiterung. Nochmal ein bisschen größer. Noch eine. Und auch das passende Teil dafür wieder hier. Ach du Scheiße. Ah, das passt jetzt auch gut mit dem Seitenschweller. Da guck mal von hinten. Da kannst du einfach komplett durchgucken. Das nehmen wir auf jeden Fall. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das geht, ne? Allein schon, dass das Dach oben so geil ist. Das passt ja übelst gut. Soundsystem immer wichtig hier. Epson oder wie das heißt. Ja, das ist immer wichtig. Spoiler. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja gut, das ist so. Für Rallye ist eigentlich gar nicht mal so schlimm hier, ne? Das passt eigentlich. Aber wir wollen ja jetzt hier kein Rallye machen. Was ist das für ein Teil? Hä? Lass den nehmen, oder? Der ist halt auch schon komplett krank, aber das hier ist irgendwie... Das sieht aus, als wäre es falsch rum dran gemacht. Nehmen wir mal das. Nicht so ganz krank. So. Heckstoßstange. Gibt nicht viele. Aber hoffentlich geile. Die ist schon mal cool. Oh, das ist ein bisschen Rallye-mäßig jetzt, oder? Also ich feiere eigentlich den Auswurf so in der Mitte. Ich feiere das generell bei Autos. Ja, die müssen wir nehmen. Geht nicht anders. Gucken wir nochmal bei Diffusor. Ah, okay. Krass. Warte mal. Was ist, wenn ich das Standardteil drin lasse? Ach, dann ändert der das. Oh, okay. Nee, lass trotzdem das andere nehmen. Oder warte mal. Was ich muss es ausprobieren. Was ist mit dem hier? Ich finde den Auswurf in der Mitte schon ziemlich nice. Ja, aber jetzt sieht der Diffusor so ein bisschen wack aus, ne? Oder? Oh, ich kann mich schon wieder für nichts entscheiden hier. Helf mir doch mal, Mann. 2000 Jahre später. Komm, wir nehmen das. Hauptsache, der Auswurf wird jetzt groß, ne? Also, die Aussparung ist natürlich jetzt irgendwie nicht so riesig. Na, da muss schon was kommen jetzt, ne? Ja, da kommt nichts. Also, das hier noch. Warte mal, ich habe das Gefühl, dass hier war der Auswurf viel größer, ne? 2000. Komm, dann scheiß drauf, jetzt nehmen wir das, jetzt ist egal, das ist einfach größer. So, warte mal, Lampen? Das ist ja auch geil, dass du hier Lampen ändern kannst im Game, ne? Wenn wir die komplett dunkel machen? Ja, ne? Boah, diese ganzen, Leute, diese ganzen Chromleisten an dem Fahrzeug, ey, die sind echt ekelhaft, ne? Ekelhaft. Ich mach erst die Farbe und dann die Felgen, ne? Guck mal, was sagt ihr dazu hier? Ey, ohne Witze, das ist Platz 27 von den meist gedownloadeten Folien und die hat nur 400 Downloads, Alter. Willkommen auf der Xbox, ey. Ach du Scheiße. Und ich sag euch, also das war bis jetzt alles hässlich, ne? Und ein paar Rallye-Sachen, die cool waren, aber wir haben ja kein Rallye-Moped hier. Okay, das ist auch cool. Also jetzt sieht es irgendwie aus wie ein Aston Martin von vorne ein bisschen. Oder hier, was für die Frauen? Also Real Talk, ich finde das geil. Das haben wir noch nie gemacht, sowas, ne? Wir müssen auch mal irgendwas für die Frauen machen, auch wenn das jetzt irgendwie kein Frauenauto mehr ist. Also, John Cooper Works ist vielleicht sowieso kein Frauenauto, kein Plan, aber... irgendwie, oder? Ich hätte echt Bock, Alter, ohne Scheiß. Nee, komm, Leute, das wird hier nur noch schlimmer. Wir nehmen jetzt mal was für die Frauen hier, ne? Obwohl, ich finde, du kannst es auch als Mann benutzen. Das geht auch. Jetzt finde ich es noch nicht mehr, perfekt. Kann man so machen. Warte mal, bis die Felgen drauf sind. Ja, beruhig dich wieder. 3 SDM wäre geil, weil die habe ich jetzt so lange nicht gesehen. Das nehmen wir mal. Ja, perfekt. Jetzt haben wir hier ein Drag-Auto. Es ist halt auch so geil, Leute, dass du hier einfach auch die Bremsscheibe ändern kannst, ne? Ich meine, gut, kannst du mit Forza auch, aber das ist dann immer gekoppelt an die Performance auch. Und die Bremssättel hier, ne, ich feiere das einfach. Das ist echt mega cool. Also das Tuning-System ist einfach echt nice, ne? Das wird ja in Unbound genauso sein, nur doch, dass es noch mehr Sachen gibt. Jetzt muss das Ding aber auch erstmal noch einen Kilometer runter, ne? Gut, das ist sogar eigentlich noch zu wenig, ey. Die Aussparung bei dem Dings ist viel zu krass irgendwie. Effekte? Hier so ein paar Comic-Effekte noch. Aber warte, was gibt's denn bei Neon, ne? Ja, ich habe hier nicht so viel freigeschaltet, ne? Rosa. Das ist ja auch das Dumme, du siehst das hier, glaube ich, hier nicht, ne? Ne, man sieht selbst, wenn der Motor an ist, siehst du es nicht. Lilla, komm, lass mal Lilla machen. Ah ja, stimmt, Luftfahrwerk, Digga, Luftfahrwerk. Ja, guck mal, so müsst du den fahren können, dann wäre der perfekt. Wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Ich konnte ja das Dach auch selber machen, ne? So, guck mal, jetzt habe ich das Dach schwarz, das sieht besser aus, ne? Das sieht besser aus. Ich habe auch das Graveyard von der Frontscheibe runtergezogen, sieht auch besser aus, meiner Meinung nach. Ja, können wir machen.
Ach, wir brauchen auch noch Leistung. Oh mein Gott, das wird schon wieder ein ewig langes Video hier. Ach du Scheiße. Ja, genau. 2 Liter, ja, 4 Zylinder logischerweise. Ich fand den eigentlich nice. Aber wir können ja auch... Digga, 1,3 Wankel. Das wäre schon geil. Ey, oh, lass mal den... Wankelmotor, hab ich voll Bock. Okay, ich hau mal eben alles rein hier. So Leute, fertig, alles drin. Wir sind bei Stufe 351. Ist natürlich jetzt nicht das Maximale. Aber ich will den Motor haben, Digga. Scheißegal. So, jetzt müssen wir mal raus hier. Endlich. Gehen wir bei Tag oder bei Nacht raus? Weiß gar nicht. Wie haben wir das denn immer gemacht? Sollen wir bei Nacht rausgehen? Oh, boah, Alter, das sieht da jetzt noch geiler aus hier, ne? Leck mich am Arsch. Das liegt aber auch jetzt daran, weil jetzt hier diese Lampen da hinten sind, ne? Aber das sieht ja voll nice aus. Lol. Also mit dem blauen Licht, oh, das ist echt geil. Also das sieht da wirklich gut aus draußen. Guck mal, wie tief ist er jetzt hier? Lol, guck mal, wie schön das schimmert hier. Voll die geile Folie, ne? Alter, der nimmt ja wirklich, guck mal, jetzt hier ist das so rot, je nachdem, was da für eine Farbe drauf scheint. Er sieht voll gut aus. Da so Silber. Lul. Da ist er am Start. So, jetzt müssen wir mal gucken, ja? Lol, man kann durch die Heckscheibe... Es ist echt schade, dass es keine Ego-Perspektive gibt, ne? Aber ihr könnt das da im Innenraum, guck mal, ihr könnt da den, ich glaube, das ist der Tacho. Ist das der Tacho da in der Mitte? Keine Ahnung. Durch die Heckscheibe kann man es auch so ein bisschen sehen. Voll krass, ne? Ist voll am Leuchten. Einfach Wankelmotor, Digga. Warte mal, ich will mal, hör auf zu hupen. Ich will manuelle Schaltung machen. Manuell Schaltung. Hupt der da immer noch? Ist der bekloppt oder was? Ah, warte mal, Feintuning. Moment. Lenk hoch. Runter. An. Bremsen. So. Jetzt hört man den Turbo nicht mehr so krass. Ja, wir haben jetzt auch wieder ein Biturbo hier drinne, weil der ein bisschen, also der war schon viel besser auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt hört man es auch ein bisschen hier vorne. Warum kommt mir das Spiel so leise vor? Irgendwie bin ich, glaube ich, bin taub. Keine Ahnung. So ist gut, ne? Alter, das ist echt... Also, das sieht wirklich... Also, Real Talk. Ich dachte, das, komm, wir machen den zwar, aber das wird das langweiligste Video, das langweiligste Auto. Aber der sieht wirklich geil aus. Ich hätte das echt nicht gedacht. Hm. Auf die Kurve noch mal eben warten. Mal gucken, was der jetzt hier macht. Oh ja, das geht eigentlich. Okay, ich muss mal irgendein Rennen suchen. Oder wisst ihr was? Wir sind doch direkt hier, ne? Wir machen einfach die Entdeckung hier. Wenn wir schon hier stehen, scheiß drauf. Ja, schon zerkratzt das Ding. Ey, jetzt ist wieder voll laut, ne? Scheiße. Das ist übelst laut jetzt. Was soll das denn? Alter. Warte mal. So, ich glaube jetzt ist es besser, ne? Es ist irgendwie immer noch leer laut, aber keine Ahnung. So. Hä, hey, was für ein Bomb, da war doch gar kein Bulle. Hä? Boah. Oh, Handbremse. Das war knapp, Digga. Ey, ich weiß gar nicht, was wir jetzt überhaupt für Rennen immer fahren sollen. Ey, kein Plan, Mann. Oder wir machen das so, wir fahren immer ein Tagrennen und ein Nachtrennen vielleicht? Ich weiß nicht, ey.
Schade, dass es echt keine Ego-Perspektive gibt. Das hätten die doch reinbauen müssen. Es ist immer noch so laut, oder? Ja, keine Ahnung. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Also von den Soundeinstellungen ist das Spiel doch echt kompliziert irgendwie. Oh! Okay, also Agilität ist jetzt nicht so. Ist auch nicht schlimm, aber. Ja. Ist jetzt nicht überragend gut, ne? Sag ich. Oh, hallo? Wollte jetzt gar nicht in die Kurve rein, okay. Ach, ich habe ja Nitro-Auffüllung, sauber. Mal durchziehen hier, das ist voll lahmarschig. Guck mal, 300 schafft der aber locker, ne? 322 sogar, der braucht nur Ewigkeiten irgendwie. 330, 340. Also da geht schon was. Aber die Beschleunigung für von 200 bis 300 dauert, ey. Oh, okay. Guck mal hier, ne? Muss halt schon weil sogar bei der Kurve bremsen. Nicht so cool. Hinten kommt der Kopf. Können wir mal wegrammeln. Ach, jetzt fährt er weg. Hallo? Er hat keinen Bock. Ja, er macht lieber Kaffeepause irgendwo. Alter, bis die Driftbremse da mal aktiv wird, das dauert. Das ist schon laut, ne? Ja, gerade war das so leise. Hallo, hallo! Oh, ey, die Driftbremse, ne? Der verzögert zwar irgendwie, aber der kommt nicht in den Drift rein irgendwie. Ja. Sauber. Hier war doch auch direkt ein Haus irgendwo, ne? Ich will noch mal einmal ins Haus rein und dann mal eben gucken, wie da bei Tag draußen aussieht, der Wagen. Okay, so. Ah, okay, jetzt sieht der. Jetzt sieht der aber mal richtig pink aus, ey. Also beim Tag ist das Frauenauto, bei Nacht ist das schon ein Männerauto. Also die Farbe war echt geil, ne? Ja, sieht schon cool aus. Ist mal was anderes. Kannst ja nicht immer so immer dieselben Farben nehmen, ne? Ja, nice. So aus den Bums hier. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war der Mini Countryman. Ich weiß nicht, was das nächste auf der Liste steht. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.